Habt ihr schon mal den Satz gehört, was lebt, wächst? Das klingt zunächst absolut richtig, ist aber eine falsche Behauptung. Umgekehrt gilt der Satz auf jeden Fall, was wächst, lebt. Aber nicht alles, was lebt, wächst auch beständig. Ein Mann mit 70 wird nicht mehr größer, aber lebt und ist unter Umständen auch noch sehr vital. Deshalb ist die Behauptung, eine gesunde Gemeinde wächst immer, falsch. Im Gegenteil, eine gesunde Gemeinde erlebt auch Zeiten, wo quantitatives Wachstum ausbleibt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir permanent auf Wachstum ausgerichtet sind. Wir wollen immer mehr verdienen, wir wollen immer besser leben, wir wollen immer mehr haben. Die Wirtschaft muss ständig weiter wachsen. Die Bildung muss immer besser werden. Der Lebensstandard muss stetig steigen. Das ist nicht per se schlecht, aber das funktioniert nicht auf Dauer. Jemand hat einmal gesagt, nur Krebs wächst immer weiter. Das gilt leider auch für das geistliche Leben und den Gemeindebau. Ohne Zweifel, Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes wie ein Senfkorn ist. Es fängt klein an, aber es wird wachsen und groß werden. Diese Verheißung gilt. Am Ende wird die Schar derer, die vor dem Thron Gottes stehen, unzählbar sein. So lesen wir das in der Offenbarung. Aber das heißt nicht, dass eine Gemeinde, eine gesunde Gemeinde, immer und beständig wächst. Die Gemeinde in Jerusalem ist zunächst stark gewachsen und ist sehr groß geworden. Manche Bibelausleger vermuten, dass die Gemeinde in Jerusalem innerhalb von kurzer Zeit über 20.000 Mitglieder hatte. Also die Megachurch gab es schon im ersten Jahrhundert nach Christus. Das ist nichts Neues. Gott sei Dank ist die Gemeinde Jesu eine wachsende Gemeinde, jedoch nicht immer. Also als die große Verfolgung kam, wurde die Gemeinde in Jerusalem zerschlagen und die Menschen sind geflohen. Übrig blieb eine kleine Gruppe von Nachfolgern. Man kann fast sagen, das war der Anfang der weltweiten Missionsbewegung. Überall entstanden neue kleine Zellen, die sich erst nach und nach dann zu Gemeinden formierten. Es gab zwar auch davor schon die sogenannten Missionsreisen der Apostel und auch große Gemeinden in vielen Städten, aber die Verfolgung hat noch mal mehr die Christen in alle Himmelsrichtungen vertrieben. Die Zeit der großen Gemeinde war vorbei durch die brutale Christenverfolgung des römischen Kaisers. Und so sagte Jesus der Gemeinde in Sardes, wir lesen es in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen. Jetzt kommt es, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Nein, hier ist nicht die Rede von der Megachurch mit gesellschaftsrelevanten Transformationen, sondern von einer kleinen Kraft, die dennoch wirksam ist. Eine gesunde Gemeinde wächst, aber nicht immer. Es gibt Zeiten der Reinigung und Heiligung. Es gibt Zeiten der Absonderung und Trennung. Manche meinen, dass vollmächtig auch immer mächtig voll bedeuten würde. Das hat Jesus so nie verheißen. Auch Jesus hat das persönlich so erlebt. In seiner Wirkungszeit auf Erden folgten ihm immer mehr Menschen. Er erfreute sich großer Beliebtheit und Menschen sind in Scharen ihm nachgegangen. Beim Einzug in Jerusalem feierten sie ihn, aber wenige Tage später kreuzigten sie ihn. Ja, eine gesunde Gemeinde wächst, aber nicht immer. Wir als Gemeinde freuen uns sehr über das Wachstum, das wir gerade erleben. Aber wir müssen uns nicht wundern, wenn dieses Wachstum nicht auf Dauer anhält. Ein Baum, der wächst, braucht auch Zeiten der Regeneration. Er muss gelegentlich gestutzt und beschnitten werden. Danach wächst er oft sogar noch besser. Deshalb sollten wir auch mit diesen Zeiten als Gemeinde rechnen. Es geht auch nicht nur um Zahlen, obwohl Zahlen für Gott nicht unwichtig sind. Die Bibel sagt, wenn die Zahl der Heiden voll ist, dann wird Jesus wiederkommen. Doch geistliches Wachstum ist für Gott auch ein Wachstumskriterium. Eine gesunde Gemeinde wächst auch qualitativ und nicht nur quantitativ. Das ist wie ein Wurzelwerk beim Baum. Man sieht die Wurzel nicht, aber wenn sie gesund sind, dann wächst der Baum auch weiter. Als Jesus seine Nachfolger vor die Konsequenzen der Nachfolge stellten, gingen viele weg und folgten Jesus nicht mehr nach. Paulus erlebte es, dass Menschen der Gemeinde und auch ihm den Rücken kehrten und in die Welt weggingen. Das sind schmerzvolle Prozesse, aber sie gehören zum Gemeindeleben dazu. Auch Jesus sagt, dass das Reich Gottes wie ein Acker ist. Da wächst oft Getreide mit Unkraut zusammen auf. Und Jesus sagt sogar in seinen Predigten, nicht alle, die hierher sagen, werden in das Himmelreich kommen. Ja, eine gesunde Gemeinde wächst, aber nicht immer. Und nicht jedes zahlenmäßige Wachstum ist auch geistliches Wachstum. In diesem Sinne beten wir, dass Gott uns weiter und möglichst lange noch ein geistliches, aber auch ein zahlenmäßiges Wachstum schenkt. Aber vielleicht
Gehörst du zu einer kleinen Gemeinde und deine Gemeinde erlebt zurzeit keinen großen Zuspruch oder Wachstum, dann lade ich dir ein, dich an deinem Bibelwort der heutigen Andacht festzuhalten. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Entscheidend ist nicht die Größe, sondern die Treue.